Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt haben wir uns ja einiges schon angeschaut in unserer Reihe Erzählte Prophetie. Und wir haben uns auch das Standbild angeschaut von Daniel in Daniel 2. Und das ist natürlich erstmal für viele harter Tobak zu akzeptieren, dass die beiden eisernen Beine im Standbild gar keine Beine sind, sondern Schenkel. Und dass die Schenkel auf die Diadochen hinweisen, also auf die Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Denn die Vertreter der Rom-Theorie, die sagen, dass auf Alexander den Großen das Römische Reich gefolgt wäre. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen an, ob das sein kann und welche Konsequenzen das gehabt hätte, wenn das so gewesen wäre. Die gängige Auslegung ist ja die, die kommt eigentlich auch von einem Juden, das ist gar keine christliche Auslegung, das ist eine jüdische Auslegung, die kommt von Flavius Josephus. Der Flavius Josephus, der war ein jüdischer Geschichtsschreiber, der in Rom seine Bücher geschrieben hat. Der war befreundet mit den Flaviern, Titus Flavius, und Vespasian war sein Vater, war der Vater von dem Titus. Und die beiden haben waren stationiert in England und davor waren sie stationiert im Schwabeländle. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, ja. Die waren in Germania Superior, waren die stationiert, also Obergermanien. Das ist das Rheintal runter nach Basel und rüber ins Schwäbische. Bad Cannstatt zum Beispiel bei Stuttgart ist eine alte Römersiedlung. Dort sind die gewesen. Und manchmal sage ich, die haben im Schwabenland schwäbische Gründlichkeit gelernt und mit dieser schwäbischen Gründlichkeit sind sie dann nach Jerusalem runter. Wie gesagt, die sind nachdem sie in Germanien waren, waren sie in England stationiert, beide Vater und Sohn, und sind von da aus nach Jerusalem abkommandiert worden. Und dann ging es ein bisschen hin und her. Irgendwann wurde Vespasian dann Nachfolger von Nero, wurde Kaiser in Rom, wurde dann von Jerusalem abgezogen. Titus blieb zurück in Jerusalem und hat dann dort den Tempel abgebrochen. Und dann sage ich oft, das hat er mit schwäbischer Gründlichkeit gemacht, weil vom Tempel ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben, auch keine Tempelmauer und gar nichts. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Viele sagen, dass im Standbild vom Daniel auf Alexander den Großen das Römische Reich folgt. Aber das ist historisch falsch. Auf Alexander den Großen folgten die Diadochen, und zwar über Jahrhunderte. Parallel dazu hat sich natürlich das Römische Reich auch entwickelt. Und irgendwann hat sich Rom auch so weit ausgedehnt, dass es auch den Nahen Osten dann eingenommen hat und erobert hat und natürlich dann auch die Seleukiden abgelöst hat. Es gab auch erste Scharmützel. Antiochos III., der hat mal in Griechenland auch mit den Römern gekämpft. Mit dem Scipio Asiaticus ist in Daniel auch erwähnt. In Daniel 11 kann man das sehen. Hochspannend, ja, kann ich nur empfehlen. Von Roger Libby, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Da ist das so ein bisschen aufgearbeitet, was da so an Nachfolgekönigen gewesen ist in der Seleukiden-Dynastie. Aber das ist schon deutlich im Daniel und auch in der Geschichte, dass auf Alexander den Großen diese vier Diadochen gefolgt haben mit großen Dynastien. Ja, also Seleukiden-Dynastie ging rüber bis nach Indien. Und in Ägypten auch eine große Dynastie. Dieses griechische Denken und die griechische Philosophie hat über Jahrhunderte hinweg den ganzen Nahen Osten geprägt. Und ihr könnt das auch sehen daran, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde und nicht in Hebräisch. Selbst die Apostel haben in Griechisch geschrieben. Die Urschriften des Neuen Testaments sind im Griechischen geschrieben. Warum? Naja, weil Alexander der Große und die Diadochen so einen nachhaltigen Einfluss auf die Kultur hatten. Selbst die jüdischen nationalistischen Kreise haben sich griechische Namen gegeben. Ja, die Zeloten, Zelotes,
Normalerweise müsste man ja denken, dass die sich hebräische Namen gegeben haben. Die haben sich aber griechische Namen gegeben. Wären die Römer direkt auf Alexander den Großen gefolgt, dann wäre deren Herrschaft ja so im Jahr, also im vierten Jahrhundert vor Christus begonnen und wäre dann schon fast ein halbes Jahrtausend im Nahen Osten gewesen. Und dann hätte der Nahe Osten nicht griechisch gesprochen, sondern römisch, Latein. Dann wäre das Neue Testament in Latein geschrieben worden. Ist es aber nicht. Also auch daran kann man sehen, dass die griechische Kultur im Nahen Osten und speziell in Israel nachhaltig war. Und die Juden haben auch zur Zeit Jesu, auch zur Zeit der Urgemeinde, Daniel und die Prophetie Daniels zunächst einmal nicht aufs Römische Reich verstanden, sondern auf Antiochos Epiphanes. Ja. Könnt ihr auch sehen an der Bibel, dass nämlich zum Beispiel die aufs Tempelweihefest gehen. Ja? Tempelweihe hing zusammen mit den Makkabäern, die den Tempel wieder geweiht haben, nachdem Antiochos Epiphanes den entweiht hatte. Das ist ein Festtag geworden, der wird auch in den Evangelien erwähnt. Das heißt, es gab also dieses Tempelweihfest, so übersetzt da der Luther. Müsste ich jetzt gucken, wie die anderen übersetzen, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber daran seht ihr, dass das alles griechisch war und alles bezogen war auf Antiochos Epiphanes, der ein Diadoche war und kein Römer. Daniel hat seine Prophetie geschrieben im Jahr 550 vor Christus, plus minus. Und die erste Erfüllung dessen, was er geschrieben hat in Daniel 11, bezüglich endzeitlicher Themen, sage ich jetzt mal einfach, war Antiochos Epiphanes und war im Jahr 170 vor Christus, also im zweiten Jahrhundert, 300 Jahre später. Das heißt, Daniel schreibt seine Prophetie im sechsten Jahrhundert und die Erfüllung davon ist im zweiten Jahrhundert, Antiochos Epiphanes. Jesus in seiner Endzeitrede bezieht sich auf Daniel. Ja, denn Jesus hat Daniel diese Prophetie in Daniel 10, 11, 12 gegeben. Das heißt, Jesus bezieht sich auf sein eigenes Wort und sagt zu den Leuten, zu uns eigentlich, zu den Jüngern, die nach der letzten Zeit fragen, was wird das Ende der Welt sein, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein, deiner Ankunft. Da sagt er, lest den Daniel und achtet auf den Gräuel der Verwüstung, der dort angerichtet wurde. Denn wer angerichtet hat? Antiochos Epiphanes. Nicht Titus. Antiochos Epiphanes. Kein Japhetit. Titus war aus Japhet. Japhet ist Europa. Titus hat auch Jerusalem erobert und hat Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört. Ja. Obwohl man eigentlich sagen muss, der Grund und die Urheberschaft für die Zerstörung des Tempels waren die Juden selber. Habe ich auch ein Video darüber gemacht, ist aber eine andere Sache. Ja, pardon, jetzt war ich gerade unterbrochen durch ein Telefonat. Also die Zerstörung des Tempels in Jerusalem lag eigentlich an den Juden, auch die Zerstörung Jerusalems. Die Römer haben geradezu fassungslos vor der Stadt gestanden und haben gesagt, die Juden, die bringen sich ja selber um. Also es gab innerhalb von Jerusalem heftige Kämpfe um die Vorherrschaft, weil, so schreibt Josephus, keiner der Juden sich dem anderen unterordnen wollte, sondern einer war gegen den anderen. Es gab zu der Zeit drei verschiedene Parteien, die sich gegenseitig heftigst in Jerusalem bekämpft haben, sich gegenseitig die Vorräte verbrannt haben, sodass Jerusalem dann irgendwann auch gehungert hat. Ja. Die Bevölkerung hat schrecklich gelitten unter diesen innerjüdischen Kämpfen, die in der Stadt stattgefunden haben, während die Römer vor Jerusalem waren und die Stadt von außen belagert haben, also ganz grauslige Zustände. Die haben zum Teil sich mit Geschossen, mit Katapulten beschossen. Die Geschosse sind dann in den Tempel reingeflogen, zum Teil haben den Tempel auch beschädigt, haben im Tempel das Blut der Opfernden mit dem Blut der Opfer vermischt, schreibt Flavius Josephus. Also ganz, ganz absurde Zeit. Die Juden waren sehr, sehr kriegerisch damals. Der Vorgänger von Pilatus, der hat resigniert, der hat gesagt, die Juden sind nicht zu regieren, nicht regierungsfähig. Das ist ein Irrsinn. Deswegen hat wahrscheinlich dann auch Pilatus so hart durchgegriffen und ganze Straßenzüge mit Kreuzen versehen und dort die Leute gekreuzigt. Also ganz schrecklich brutale Zeiten damals, weil die Aufstände so heftig gewesen sind. Wie gesagt, damals gab es dann die Zeloten, Sikarier gab es auch dann, das ist jetzt ein lateinischer Begriff, Messerleute, ja, Dolchleute.
Gut, also diese Auslegung, dass im Standbild mit den eisernen Schenkeln, ja, steht ja seine Schenkel aus Eisen, steht in Daniel 2,32, dass das zwei Beine wären und dass das Ost- und Westrom wäre, ist eigentlich eine jüdische Auslegung. Josephus hat das ausgelegt, aber Josephus war gar kein Christ. Josephus hatte nicht den Geist Gottes. Wie kann Josephus dann Prophetie auslegen? Josephus hat das gemacht, was heutige Ausleger auch oft machen. Der hat sich das angeschaut, was damals politisch vorherrschend war, in der profanen politischen Welt, und hat das in die Bibel rein transportiert. Und das machen die christlichen Ausleger heute auch. Ist übrigens das, was ich nicht mache. Ich mache das bewusst nicht. Ja? Ich schleppe da nicht Gorbatschow rein oder Trump, sondern ich schaue einfach mal, was die Bibel sagt, unabhängig von den gegenwärtigen politischen Ereignissen. Und dann kommt man zu Aussagen, die ganz anders sind. Ja, kommt man zu Aussagen, dass das Römische Reich in Daniel überhaupt nicht gemeint war und dass Flavius Josephus sich geirrt hat, auch irren musste. Ja, denn in Daniel 12 steht ja auch, dass in der letzten Zeit viele über Daniel kommen und große Weisheit finden. Das kann ja nur dann sein, wenn die letzten 20 Jahrhunderte eine falsche Vorstellung da geherrscht hat. Also um das mal ganz deutlich auch zu sagen, die vorherrschende christliche Auslegung von Daniel bezüglich dieser zwei Beine, die man da meint zu sehen, die ist jüdisch und die ist falsch. Ja, und das ist eigentlich das, von dem man mal ausgehen muss und wo man mal ganz ergebnisoffen den Daniel sich anschauen muss. Wenn man zum Beispiel in der Wuppertaler Studienbibel mal nachguckt, wie die Auslegung da ist, dann erstaunt man darüber. Gerhard Meyer hat das geschrieben, dieses Kapitel über Daniel. Der sagt, dass im Grundtext tatsächlich Beine stünde, obwohl Gesenius das anders sieht. Gesenius hat das Handbuch, also griechische und aramäische Handbuch geschrieben, wo er diese Begriffe, also so ein Lexikon, ein Wörterbuch, die Koryphäe, ja, und Gerhard Meyer zitiert daraus auch, verweist auf eine bestimmte Stelle und da steht ganz deutlich, dass Schock im Aramäischen übersetzt Schenkel heißt. Und Gerhard Meyer behauptet, ganz im Gegensatz zu allen linguistischen Befunden bei Daniel, dass im Urtext Beine stünde. Und das ist schon heftig. Ja, das ist schon eine heftige Aussage, die man da macht. Also da muss man schon sehr von der Rom-Theorie überzeugt sein, um solche Dinge dann zu tun. Das kann auch jeder nachprüfen. Auch darüber gibt es ein Video. Ich habe das gezeigt. Ich habe aus der Wuppertaler Studienbibel da die entsprechenden Seiten rauskopiert. Ich habe Gesenius runtergeladen, habe Gesenius abfotografiert und habe die Stellen gezeigt, wo Gesenius überall dieses Wort Schock mit Schenkel übersetzt und dann gezeigt, dass Gerhard Meyer trotzdem sagt, da stünde aber Beine. Nein, da steht nicht Beine, da steht Schenkel, Schock. Ich habe dafür auch das Stuttgarter Bibelinstitut angeschrieben, also die sind verantwortlich für die Veröffentlichung der Lutherbibel im deutschsprachigen Raum. Habe die gebeten, mir zu schreiben, was das Wort Schock bedeutet, ob das im Singular ist oder im Plural oder im Dual. Ja, habe ich, glaube ich, im ersten Video schon mal von erzählt. Also, die haben ja auch darauf geantwortet, ja, der sprachwissenschaftliche Befund ist da eindeutig, das sind Schenkel. Schenkel gibt es vier, ja, jeder hat vier Schenkel und ein Standbild auch. Ja, warum vier? Weil es vier Diadochenkönige gab, ja, die habe ich ja auch immer wieder mal aufgezählt. Also Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemäus, die vier. Die vier kamen auf Alexander den Großen und nicht das Römische Reich. Das Römische Reich wird in der Daniel-Prophetie übersprungen. Das Römische Reich ist nicht Gegenstand der Daniel-Prophetie. Das klingt unglaublich und das hat sehr weitreichende Konsequenzen für die Auslegung von Daniel, für die Auslegung der Endzeitreden Jesu und für die Auslegung der Offenbarung. Für die Auslegung der Endzeit überhaupt hat das ganz weitreichende Konsequenzen. Und damit sind wir auch bei einem Thema, wo ich sage, im Moment beschäftigen uns ja auch andere Themen in unserem Alltag, gesundheitliche Themen. Ja. Und mancher wird vielleicht sagen, ja gut, diese Sache, ob jetzt Daniel über Rom geschrieben hat oder über die Diadochen, das ist ja jetzt nicht so sehr wichtig. Was passiert denn heute überhaupt? Da muss ich sagen, um zu verstehen, was heute passiert,
muss man sich erstmal mit der Bibel beschäftigen und sich auskennen mit der Bibel. Und man muss die biblischen Linien mal nachvollziehen. Und dann muss man sehen, was die Bibel über die Endzeit sagt. Und dann kann man sich mit der gegenwärtigen Lage und Situation beschäftigen. Wenn man die Basis in der Bibel nicht hat, dann geht das nicht. Ja? Manchmal denke ich, die Propheten im Alten Testament, die haben einfach verkündigt. Die haben gesagt, so spricht der Herr, Punkt. Ja? Kann man sehen bei Jeremia 25 und Jeremia 29, wie Jeremia das macht. Kann man da ablesen. Ja? Jeremia empfängt ein Wort Gottes im Jahr 605 vor Christus und 20 Jahre später erklärt er das den Leuten, die in Babylon im Exil sind, ja, den Exilanten. Legt er das aus? Das kann man sehen. Also Daniel empfängt dieses Wort in Jeremia empfängt dieses Wort Gottes im Kapitel 25 im Jahr 605 vor Christus und er erklärt es in Daniel 29, ja, den Exilanten im Jahr 586, 85, 84, man weiß nicht genau, wann dieses Kapitel 29 geschrieben ist. Manchmal denke ich, vielleicht sollte man das auch so machen, ja, das einfach postulieren, sagen, so ist es halt. Wer es wissen will, dem kann man dann zeigen, dass es so in der Bibel auch steht, aber das in der Bibel nachzuvollziehen ist sehr, sehr schwer. Hier legt man eigentlich so die Basics, ja. Und man kann im ganzen Daniel sehen, dass Daniel das ganze Römische Reich komplett überspringt. Komplett überspringt. Er erwähnt das nirgends. Und das macht die Sache jetzt natürlich schwierig, weil jemand wie der Gerhard Meyer in der Wuppertaler Studienbibel, der muss natürlich jetzt erklären, wie man darauf kommt, dass dort das Römische Reich gemeint sei im Daniel. Ja? Und warum man aus Schenkeln dann Beine macht und warum man sagt, das wäre das geteilte Römische Reich. Das muss man ja erklären. Und da haben die keine Bibelstellen für. Ihr könnt euch die Wuppertaler Studienbibel besorgen. Ich habe euch auch ein Video gemacht dazu, könnt ihr euch auch anschauen. Ja? Dann braucht ihr die Wuppertaler Studienbibel nicht zu kaufen. Aber man kann sehen, dass in der Wuppertaler Studienbibel für diese Rom-Theorie gar keine Bibelstellen zitiert werden können. Der Gerhard Meyer zitiert keine Daniel-Stelle, um seine Rom-Theorie zu belegen. Der Gerhard Meyer sagt, das ist schon immer so ausgelegt worden, das ist Auslegungstradition bei den Christen. Die Urgemeinde hat das so gesehen und Jesus hätte das auch so gesehen in seinen Endzeitreden. Das ist die einzige Begründung. Er nennt gar keinen Bibelvers. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wenn das Römische Reich in Daniel so ausführlich beschrieben ist, dann muss man das zitieren können. Das Problem ist aber, dass Daniel, wenn er schon im Detail auf Herrscher eingeht, in Kapitel 11, dann beschreibt er nur Diadochen, nämlich die Seleukiden und die Ptolemäer. Wenn das Römische Reich tatsächlich so wichtig war und in Daniel auch überall gemeint war, und zwar vom Standbild bis zum Schluss, bis Daniel 11, dann müssten in Daniel 11 römische Cäsaren aufgelistet werden. Werden sie aber nicht. Aber dann müsste das ganze Kapitel 11 müsste im Detail die Abfolge der römischen Kaiser auflisten. Dann würde ich sagen, okay, Daniel meint tatsächlich Rom. Tut er aber nicht. Ja. Ich weiß, das ist unglaublich schwierig zu verstehen für ganz, ganz viele, die an der Rom-Theorie festhalten und die jetzt eine Theorie da verteidigen und eine Theologie verteidigen, die natürlich weit verbreitet ist, ja, und wo sie sich auch sicher fühlen, weil die Mehrheit der Ausleger das so tut und dann hängen sie sich denen dann hinten dran und dann sagen sie, ja gut, da gibt es jetzt jemand, der eine andere Meinung hat, aber was nicht sein darf, kann auch nicht sein und dann kommen sie mit Theologien an, statt den Text mal anzuschauen. Ja? Und wenn sie den Text anschauen, dann interpretieren sie alles um. Ja? Das ist auch hochspannend. Und wenn man jetzt mal diese Rom-Theorie verlässt und sich der griechischen Linie mal irgendwo annimmt und dann in die verschiedenen Kapitel geht, in die Endzeitreden Jesu, wo er zum Beispiel auf Antiochus verweist und nicht auf Nero oder Titus, oder in der Offenbarung, wo es auch nicht ums Römische Reich geht, sondern wo ein Tier genannt wird mit 7 Häuptern und 10 Hörnern, dann geht es da um Daniel und dann kommt man darauf, dass diese Bilder, die dort genannt werden, auf eine bestimmte politische Situation zurückweisen, die in Jesaja schon bekannt war und die auch in Daniel erwähnt wird, nämlich diese 7 Häupter sind 7 Könige und dann kommt ein 8er und er ist von den 7. Und diese Liste von 7 Königen und 8 Königen, die findet man halt in Daniel 11 und nirgendwo sonst, ja. Und das sind Seleukiden und keine Römer. Wenn man dann aber diese Auslegung, dass es dort nicht ums Römische Reich geht, wenn man die dann anfängt anzuwenden auf die Offenbarung oder auf die Endzeitreden Jesu, dann kommen Kommentare im Internet, wo die Leute sagen, ja nee, das kann ja nicht sein wegen ABCD.
dann sage ich, ihr müsst eigentlich mal ganz zurückgehen an den Anfang. Ihr müsst euch das erste Video angucken über das Standbild. Das Standbild ist praktisch das prophetische Inhaltsverzeichnis für den kompletten Daniel und alle Nachfolgekapitel. Und ihr könnt euch nicht mit der Dachrinne und dem Ortgang beschäftigen am Haus, wenn ihr die Fundamente nicht kennt. Ja. Und dann gibt es dann so allerlei Diskussionen, die sich darüber dann entspannen und die auch sehr unfruchtbar sind, ja, weil man eigentlich schon beim 10., 11., 12. Video ist und damit auch Kapitel in der Anwendung dessen, was wir woanders gefunden haben. Und dann mit solchen Kommentaren umzugehen, ist dann auch sehr mühsam. Aber gut, also ich schätze das auch immer wieder, weil Kommentare, die kritisch sind, die zeigen mir ja auch dann, ob das, was ich da gefunden habe, belastbar ist oder nicht. Für diejenigen, die sich dann fragen, sieht er das alleine so oder gibt es andere, die das auch so sehen, kann ich euch sagen, da gibt es andere, die das auch so sehen, auch Leute, die bekannt sind, die ich zum Teil auch persönlich kenne, die mir das auch schon gesagt haben, dass ich da wahrscheinlich etwas Neues gefunden hätte. Aber da muss man ein bisschen warten, bis die so weit sind, den Mut zu haben, das auch zuzugeben, weil die zum Teil auch veröffentlicht haben und auch viele Predigten gehalten haben über Daniel, über Rom, über die Endzeit, dass das Römische Reich wiederkommt und so weiter. Und die müssen sich komplett korrigieren, machen die nicht gerne, kann man auch verstehen, wer macht das schon gerne. Und da brauchen die ein bisschen Zeit für, ja. Aber irgendwann werden sie da nicht drum rumkommen. Vielleicht entscheiden das auch spätere Generationen von Theologen, ja. Die wollen ja auch nochmal irgendeine Doktorarbeit oder eine Masterarbeit schreiben, da brauchen die auch nochmal Themen für. Vielleicht nimmt sich ja irgendjemand mal dieses Themas an. Auch das vielleicht noch, ich habe, ich glaube, 5 Universitäten angeschrieben, auch die FDH in Gießen und verschiedene andere in Tübingen, in Frankfurt und noch so 2, 3 und habe gebeten um ein theologisches Gutachten. Ja, ich habe ja selber auch Gutachten geschrieben, früher in meinem Job. Und habe gesagt, ich brauche von euch ein theologisches Gutachten. Ich habe eine Ausschreibung gemacht und habe gesagt, ich brauche die Punkte A, B, C, D. Da war unter anderem bei, ob man mal untersuchen kann, wo in Daniel das Römische Reich überhaupt erwähnt wird. Und ich habe gesagt, was kostet das? Ich bezahle euch das. Niemand hat sich gemeldet. Ja, niemand. Also ich habe da 2-mal hingeschrieben, habe gesagt, wie weit seid ihr denn? Könnt ihr mir ein Angebot machen für so ein theologisches Gutachten? Ihr habt doch Theologen bei euch. Wer würde das gerne machen? No reaction, ja, brüllende Stille, ja, hat keiner gemacht, weil alle wissen, wie es ausgeht. Damit kann man nur verlieren, ja. Denn das Problem ist ja, wenn es das Römische Reich nicht ist, was ist es denn dann? Gut, also ich glaube, dass eine griechische Linie in Daniel gezeigt wird. Ich glaube, dass, das weiß auch jeder, dass der Exponent der Prophetie von Daniel Antiochos Epiphanes ist und dass so ein Antiochos Epiphanes in der Endzeit wieder auftaucht im Nahen Osten, in Damaskus. Dann sagen alle, ja, aber das kann man doch nicht sehen, noch nicht sehen im Nahen Osten, oder? Und das ist so eine typische Frage von der Eva. Ja? Die Eva im Paradies, die hat sich auch auf ihre Augen verlassen, wenn sie den Baum anschaut, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann macht sie sich ihre eigene Meinung. Aber die Eva ist im Sichtbaren verhaftet. Ja? Die macht sich ihre Meinung über das, was sie sieht, was sie vor Augen sieht. Sie schaut den Baum an und sieht, dass gut von dem Baum zu essen ist und dann isst sie halt. Obwohl sie ein Wort Gottes empfangen hatte über Adam, dass sie nicht essen soll. So haben wir ein Wort Gottes empfangen über Jesus, das in Daniel 11, der Antiochos Epiphanes genannt wird und dass der in der Endzeit wiederkommt. Ja, aber die Ausleger machen genau wie die Eva, die schauen sich an, was gerade in der Politik so da ist, wer gerade regiert, ja, ob das der Assad ist oder der Gorbatschow oder ob die Amerikaner gerade im ersten, zweiten Irakkrieg unterwegs sind. Und dann gucken sie, könnte das zur Bibel passen und Endzeit haben wir ja sowieso. Und dann tragen sie die Sachen in die Bibel rein, 2 Jahre später müssen sie sich wieder korrigieren, weil dann die politischen Verhältnisse sich schon wieder geändert haben. Ja? Das nenne ich das Evangelium. Ja? Das ist die frohe Botschaft der Eva. Ja? Die Eva schaut immer auf das, was sichtbar ist. Und das sagt auch Johannes mal im ersten Johannesbrief. Sie sind von der Welt und sie reden von der Welt und die Welt hört sie. In den Verkündigungen heute findet ihr oftmals eher so zweitklassige, drittklassige Psychologie als erstklassige Auslegung. Ja, sie sind von der Welt und sie reden, in der Predigt predigen sie über Weltliches
Und die verweltliche Christenheit, die hört sie und die meint dann, das wäre dann gut, weil sie machen sich so ihr eigenes Urteil dann dazu. Wir machen das nicht, wir lesen die Bibel, wir lassen die Bibel mal ergebnisoffen stehen und gucken, ob wir zu guten Ergebnissen kommen und dann plausibilisieren wir die auch und dann kommt man zu so Sachen wie hier. Gut, also damit sind wir irgendwie auch am Ende. Ich wollte euch nur zeigen, dass das nicht nur innerbiblisch ist und dass man nicht nur Bibelverse zitieren muss und ziselieren muss in der Offenbarung oder in irgendwelchen speziellen Stellen in den Endzeitreden, sondern dass man das auch historisch nachvollziehen kann, wenn man das will. Ja? Dass das griechische Denken, die griechische Kultur im Nahen Osten absolut vorherrschend war, dass das Evangelium, dass die Evangelien und das ganze Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde, nicht in Latein, später erst ins Lateinische übersetzt wurde, dass sogar die Bibel übersetzt wurde, das Alte Testament übersetzt wurde von jüdischen Gelehrten in Ägypten, und zwar hieß diese Übersetzung die Septuaginta, weil das wohl 70 griechische Gelehrte gewesen sind. Und man hat also den Tanach, das Hebräische, ins Griechische übersetzt. Ja, so im 1., 2. Jahrhundert vor Christus, nicht ins Römische. Warum? Weil auf Alexander den Großen nicht die Römer gefolgt sind. Später kamen natürlich die Römer. Ja? Gott hat so lange gewartet mit seinem Volk, bis sogar die Japhetiten schon im Land waren, in Israel waren. Bis Japhet schon kam, irgendein heidnisches Volk, was groß und mächtig wurde, halt die Römer. Und die Ausleger gehen jetzt her und achten, sind so fasziniert von den Römern, achten so sehr aufs Römische Reich, sind so fasziniert von Roms Größe, dass sie Rom einfach in Daniel rein transportieren. Ja? Wer hat das zuerst gemacht? Der Flavius Josephus. Aber der war überhaupt nicht wiedergeboren. Der konnte überhaupt keine Prophetie auslegen. Warum? Warum nicht? Weil er nicht an Jesus Christus geglaubt hat. Ja? Weil er nicht Gottes Geist hatte. Der hatte nicht den Geist der Weissagung, wie in der Offenbarung steht. Deswegen konnte der das gar nicht verstehen. Aber alle christlichen Prediger folgen dieser Josephus Flavius Theologie, ja, über Daniel. Finde ich gravierend. Wir machen was anderes. Wir schauen uns so an, wie Daniel das gezeichnet hat. Und dann kommen wir zu ganz anderen Strukturen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal an, was kommt denn eigentlich in Europa? Was sagt die Bibel über die Endzeit, über Europa? Weil das interessiert ja die Europäer. Ja? Es gibt auch in China noch Christen, es gibt in Südamerika Christen, auf der ganzen Welt. Aber wir sind ja so im europäischen Sprachraum. Und viele sagen, was passiert mit Europa? Und ich glaube, das ist auch ganz interessant. Freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.